Boah, wir können. Sieht schon besser aus. Wir können ja schon mal anfangen, der Polizist kommt ja auch gleich. Sag mal an, was ist hier los? Also, erstens haben wir für Notarzt aka Nicolas Cordes. Yep. Haben wir jetzt endlich eine Behandlungsstation? Der Notarzt ist mit dem Pricker Ja, unterwegs, oder was? wow. Genau, wollte ich Ja, auch gerade sagen. ja. Und da hinten sind die Gemeindefahrzeuge untergebracht. Die müssen jetzt nicht mehr draußen stehen oder auf meinem Hof stehen. Was ist denn da alles? Also so im hässlichen 1050. Ein Fast Track ist dann noch und eigentlich noch der MAN, aber der ist gerade. Ja, apropos So. MAN, wie schaut es mit meinem Kostenvoranschlag aus? Voranschlag. Blaubeer hat gemeint, du müsstest einen Kostenvoranschlag machen, aber Ach ein so, 8 ja, Millionen. welche. Ach, den Unfall oder wie? Jo, ich brauche meinen LKW wieder. War das nicht ein. War doch kein MAN. Das war ein Tatra. Nee, Ich glaube, das aber war ein LKW ist Tatra. ein Tat MAN ist ein LKW und mein Tatra ist auch ein LKW. Ja, aber verschiedene Marken, Ja, aber weißt Eselsbrücke kennst du doch. du? Ja. So, dann fangen wir mal an. Wir fangen mal hier direkt im Haupteingang rein. Fangen wir mal in der untersten Etage an. Genau. Gibt's noch einen Fahrradständer? Also können wir eigentlich direkt hier hinten anfangen. Die Halle haben wir ja, glaube ich, schon gesehen. Ja. Genau, Also hier ist ein können wir Notarzt hier. und hier ist die BMA. Hier Was für ein Ding? ist sozusagen noch Brandmeldeanlage. ein Behandlungszimmer von mir. Einfach, oder einfach eine Station für, wenn Muss noch einer ein bisschen, länger krank ist. muss ich am Wochenende noch mal zum IKEA fahren, ein bisschen Einrichtung kaufen. Ja, die Neuen, Karte ist noch fehl am Platz. den alten Stadtplan hier. Ist aber Ja, ganz ja. alt. Was Da war ist hier ja drin? der. Also das war ja ursprünglich mal hier die Polizeistation. Aber die haben wir ja umfunktioniert zu jetzt halt meiner Krankenstation. Also die Planung war für die Polizei, aber da die Polizei ja schon ein eigenes Gebäude hat, wurde das nochmal umfunktioniert zum. Ja, dann hätten wir hier vorne noch einen Herr Konferenzsaal. Nikolaus, bin ich hier die Gemeinderat oder bist. Ja, ist doch scheiße, ja. Junge, Junge, Junge. hier ist ein Versammlungsraum. Oder Konferenzraum oder ja, whatever. Hier kann man Sachen besprechen. Zwei Fahrstühle. Natürlich im Brandfall nicht benutzen. Ist eine kleine Chill-Ecke. Jo, schick, schick. Eine Küche. Ja, hier sind die Toiletten. Hier sind einmal Damen und Herren. Rüger geht direkt auf die Damentoilette. Was macht denn der Jäger jetzt eigentlich, ey? Weiß nicht. Wenigstens hat man genügend Platz. Ja, das Ja. ist großer Raum, ja. Jetzt nochmal ein Zugang zum Versammlungsraum. Ist halt wieder der Notarzt und hier ist der Ja, und direkte Behandlungsraum. hier ist halt noch ein Behandlungsraum dann. Ah, ja. Na, den hätten wir mal letzte Woche gebraucht. Vor 2 Wochen. Ja, das war leider. Der Bau fing schon an, aber naja, ne. Dauert halt ein bisschen länger. Was gibt's oben? Marlon, dann könnt ihr ja schon mal nach oben gehen und Genau. Die Fahrstühle funktionieren übrigens. Aber Holger? nur einmal auf den Knopf drücken, sonst, ne? Ja, genau, Kann sein, dass er sonst. gerade oben ist. Komm, genau, Ja, jetzt. jetzt müsste Jetzt reingehen. drehen. Nichts mehr drücken. Moin. Herr Krüger, Sie müssen auch oben aussteigen. Hilfe! Ach, wer macht denn hier wieder zu, Mann? Oh. Ja. Ich bin hier unten. Was hab ich verpasst? Nee, jetzt bist du oben. Was soll denn das hier? Was macht die Herrschaften denn hier? Ich glaube, der Aufzug ist defekt. Ja, Müssen ich glaube, wir. nee, Ich bin jetzt hier oben, funktioniert ja. er. Ja, jetzt. Hilfe!
Der, ich gehe lieber die Treppe hoch. Jetzt, oh. Gott, oh Gott. Ey, Jäger. Komm, ich hab's geschafft. Ja. Drei. Ey, geh weg, geh weg, geh weg. Oh ja, Digga, danke dir. So. Schnell raus, raus. Achtung, Achtung. Es folgt alle zur Tür. Bitte räumen Sie so raus, raus. Alle zur Tür. Hey. Raus, raus, raus. Raus, 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 raus. Beachten Sie die Anweisungen des zuständigen Personals. Bewegen Sie sich. Okay, das hat ja schon mal gut funktioniert. Das war nämlich nur eine Übung. Er macht die BMA aus. Geht auf die Nerven. Zonnes. So. Ja, Nikolas, muss man sagen. Ja, zum Glück hat man keine freiwillige Feuerwehr. Die wäre jetzt wahrscheinlich nur ausgerückt, bei unserem Glück. Diesmal nehme ich auch die Treppen, ey. Kein Bock mehr auf den Aufzug. So, und jetzt, was gibt's hier? Hier ist ein Gemeinderatbüro. Das sowieso nichts macht. Mehr als du in deiner ganzen Amtszeit. Nein, Mann. Da ist der Notarztbüro. Das Notarztbüro. Ich mach gleich hier so ein Fenster auf. Und hier ist das Finanzwesen. Und da? Was ist hier? Und hier ist eine Terrasse. Ja, wo ist der Grill? Ja, der ist irgendwie nicht da. Da kommst du als erstes drauf. Ja. Wer hat denn seinen Trecker eigentlich unten in die Notarzthalle gestellt? Ja, das war wieder der Cordes. Der denkt wieder, ein Trecker gehört zum Notarzt. Klar. Statt er jetzt seinen Dienstwagen hinfährt, nein. So, ey, Schnitzel. Ja. Was nützt mir das, wenn der Dienstwagen hier steht und ich die meiste Zeit am Hof bin? Kannst du mir das sagen? Hä, wo steht denn der unten? Der steht doch nicht unten. Nikolas? Oh, du hast es schon wieder nicht verstanden, ne? Nikolas? Hast du im Träger einen Kasten Bier von uns? Ich hab und keine Zeit zum Trinken, muss los. Ja, dann hau ab. Ja. Denk an meinen Kostenvoranschlag. Ah, Gutachten. Nee, Scheiß. Gutachten. Ja, aber wenn du schon da bist, ne? Hm. Noch einmal ganz schnell 7600 an die Gemeinde überweisen. Für was denn? Steuern. Hm. Das letzte Woche mal wieder was eingenommen. Tja. Wie viel ist 7,6? Hä? Ja. Okay, die 600 habe ich dir vorhin schon überwiesen. Nein. Doch, ernsthaft. Ja, das weiß ich. Also. Okay, und mein Anhänger, kann ich den wenigstens abholen? Ich weiß nicht, ob die Herrschaften das schon repariert haben, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass du den abholen kannst. Ich habe das gerade mal so mitgehört. Herr Neumann? Ja, das wollte ich gleich hin, ja? Ich hatte ja noch mit den Blaubeeren telefoniert. Ja. Und die haben auch noch gesagt, dass die noch kein Gutachten gemacht haben. Ja, was denn, ich glaube, LKW oder Anhänger betrifft. Mach das doch gleich, Mensch. Ja. So, dann schaffen wir was und trink weniger. Tschüss. Ja. Theoretisch können wir das gemeinsam weiterarbeiten. Wir schauen. Ja. Eieiei, ey. Die saufen sich die Hucke voll und ich krieg mein Fahrzeug nicht. Gut, ich wollte zum Kartonwerk. Ich hatte das jetzt nicht gesehen, dass ich nicht geblinkt habe. So, ich glaube, ich werde mal das Papier aufladen. Da ist er schon weg. Wir haben aber auch noch einiges da.
Machen wir trotzdem mal das Papier hier drauf. Werden wir dann schön im Zentrallager einlagern. Kartons haben wir auch einige, ey. Oh, mit dem Wald, mit dem Masai bin ich schon ewig nicht mehr gefahren. Ups. Ob ich den manchmal unten gebrauchen kann? Also der Plan wäre jetzt auf jeden Fall, dass wir das Papier mal verladen. Und dann auch zum Lager bringen. Weil die Blaubeeren hatten, glaube ich, letzte Woche auch mal angefragt, ob ich denn Papier hätte. Und dann haben wir da auf jeden Fall schon mal einiges vorrätig. Das da. Nicht wieder abladen. Kriege ich da hinten noch eine drauf? Normal, ja, oder? Müsste eigentlich hinhauen. Das sitzt nicht richtig.
Ein bisschen eng hier. So, warte mal, ich mach mal gerade die anderen ein bisschen fest. Hat schon Spanngurte dran. Den hier noch nicht. Also der Eierverkauf hat sich auf jeden Fall gelohnt bei mir. Ich gerade am überlegen, ob ich gleich noch ein paar Kartons mitnehmen soll. Oben noch mal eine Ladung Kartons drauf. Kann ich dann eventuell gleich zum Metzger bringen. Naja, aber das machen wir vielleicht erst morgen. Ich bedanke mich bei euch mal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.